Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute wieder was ganz Besonderes, denn es überschlägt sich im Moment. Irgendwie kommt von jedem Hersteller eine neue Software raus. Heute habe ich die Beta-Version von Luminar AI zugeschickt bekommen. Und da dachte ich mir, mache ich direkt mal ein Video zu und wir schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Viel Spaß! Wir sind drin in dem neuen Luminar AI. Das ist eine Beta-Version, die ich heute zugeschickt bekommen habe. Und ich darf darüber auch bereits berichten. Mir wurde aber gesagt, denkt dran, es ist eine Beta-Version. Also es funktioniert vielleicht noch nicht alles zu 100%. Und deswegen kann es natürlich sein, dass in der finalen Version dann noch kleinere Änderungen gemacht werden, sowohl vom Aussehen als auch vielleicht von den Funktionen. Vielleicht kommt noch was dazu, vielleicht wird noch was rausgenommen. Also da ist es noch nicht zu 100% alles so, wie es am Ende vielleicht sein wird. Insgesamt finde ich, dass das Ganze einen sehr aufgeräumten Eindruck macht. Wir haben hier oben unsere verschiedenen Tabs. Hier zum einen ganz auf der linken Seite das Plus-Symbol hier, wenn ich hier raufklicke, dann kann ich zum einen neue Ordner hinzufügen mit Fotos drin oder ich kann auch ein einzelnes Bild hinzufügen, was ich direkt bearbeiten kann. Das kennt man so ja schon aus Luminar 4, auch dort gibt es beide Optionen. Ich habe jetzt hier einfach mal schon mal 4 Ordner hinzugefügt und habe jetzt hier also schon mal ein paar Bilder drin in meinem Katalog, aus denen ich gleich auswählen kann. Ansonsten sieht der Katalog eigentlich relativ ähnlich aus zu dem, was man in Luminar 4 schon kennt. Das heißt, wir können hier neue Ordner hinzufügen, wir können auch hier neue Alben erstellen. Hier haben wir unsere intelligenten Alben, also alle Fotos, die wir gerade zuletzt hinzugefügt haben, welche, die wir gerade zuletzt bearbeitet haben und so weiter und so fort. Also das ist relativ ähnlich. Was ich zum Beispiel jetzt hier in dem Katalog vermisse, wenn ich auf ein Bild raufgehe, dann habe ich hier erstmal keine Möglichkeit mehr, die Bilder zu bewerten. Das heißt, hier fehlt tatsächlich noch eine Funktion oder aber sie kommt gar nicht mehr mit rein. Das weiß ich nicht genau. Ich habe auf jeden Fall auch hier nur die Möglichkeit, in dieser großen Ansicht, hier in dieser Grid-Ansicht Herzen zu vergeben. Das heißt, dann ist es ein Favorit. Dann sieht man es hier auch unter Favorit. Aber ich kann keine Sternebewertung machen. Also selbst wenn ich hier mit einem Rechtsklick draufklicke, dann kann ich hier nur sagen Favorit oder halt abgelehnt oder es ist komplett ohne irgendwelche Marker. Aber so diese Sternebewertung zum Beispiel, die gibt es jetzt hier im Moment zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie wieder mit dazukommt oder nicht. Das werden wir dann noch sehen. Der zweite Tab, das sind die Templates und das ist wahrscheinlich auch der Part, mit dem Skylum am meisten Werbung macht, über den auch am meisten gesprochen wird, weil viele jetzt Angst haben, Luminar AI arbeitet nur noch mit Templates und das passiert alles automatisch. Und da kann ich dich beruhigen, falls du mit Luminar weiterhin arbeiten möchtest, dann kannst du das tun, ohne dass alles AI-basiert bearbeitet wird. Denn du kannst sie nutzen, du musst sie aber gar nicht nutzen. Du kannst auch direkt dein Bild einfach so bearbeiten, hier unter dem Edit-Tab, wie du es schon immer gemacht hast. Das heißt, ich kann jetzt hier in irgendein Bild reingehen und einfach meine normale Bearbeitung machen, ohne dass ich da jetzt irgendwas automatisch bearbeitet bekomme. Ich werde mir jetzt hier einfach mal ein Bild raussuchen. Nehmen wir mal das hier. Ja, der Fernsehturm hier mit einer Spiegelung drin. War schlechtes Wetter, nicht unbedingt optimal. Ich kann jetzt hier natürlich mal auf die Templates raufklicken und hier ist es jetzt so, dass Luminar automatisch das Bild analysiert und mir auf Grundlage dessen verschiedene Templates vorschlägt. Früher hießen die Templates Looks, ganz grundsätzlich übersetzt sind es einfach Presets, die halt hier eine Bearbeitung für dich vornehmen, die du dann aber später natürlich auch selber noch bearbeiten kannst. Ich bin jetzt hier zum Beispiel mal in den Easy Landscapes drin. Das ist eine Collection. Aber hier werden mir zum Beispiel auch für dieses Foto verschiedene Presets bzw. Templates vorgeschlagen. Wie zum Beispiel Blockbuster, Black and White und Essence. Ja, gehen wir mal auf Blockbuster hier drauf. Das ist immer dann eine Gruppe von Presets. Und hier könnte ich mir jetzt aus verschiedenen Templates oder Presets, wie auch immer man sie nennen möchte, nennen wir sie mal Templates, weil so heißen sie hier in diesem Programm. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 6 Templates drin. Und hier kann ich einfach mal auf ein Template draufklicken und dann siehst du, was dieses Template hier damit macht. Ja, ganz witzig und interessant, gerade bei dem Bild, weil es halt quasi schwarz-weiß ist, mehr oder weniger, weil es nur so eine Einheitsbrei hier am Himmel war. Da sieht man so eine Bearbeitung immer relativ doll.
Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Cyberpunk sieht eigentlich ganz cool aus, aber ist viel zu doll, dann habe ich hier unten die Möglichkeit, mit diesem Regler die Deckkraft von diesem Template hier raus oder rein zu steuern. Und das kann ich natürlich auch mit allen anderen Presets hier machen. Teal and Orange zum Beispiel gefällt mir an dieser Stelle hier ganz gut. Gucken wir mal an, was Speedway macht. Ja, also hier haben wir schon mal eine coole Collection von Templates, die man sich anschauen kann. Gehen wir mal weiter. Black and White interessiert mich nicht so sehr. Gucken wir mal bei Essence. Ja, hier geht es mehr um Porträts. Also das funktioniert noch nicht so gut. Das wurde mir auch tatsächlich gesagt, dass gerade diese Funktion, diese Vorschlagsfunktion für die Fotos noch nicht hundertprozentig ausgereift ist. Also hier der erste Vorschlag hat gut funktioniert. Aber der dritte Vorschlag hier, der passt nicht so ganz rein, weil das mehr so für Porträts halt ist. Aber ich habe natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, hier unten mir jede Menge anderer Templates noch anzuschauen. Zum Beispiel hier Landscape, Big City Lights, klicken wir mal hier drauf. Da könnte ich zum Beispiel mal hier in Electric City reingehen. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Frosty, schauen wir uns das mal an. Ja, das hat eigentlich schon ein bisschen was. Gucken wir uns den mal hier noch an. Ist auch ganz cool. Und wie gesagt, ich kann jetzt hier diese ganzen Templates mir auswählen und dann natürlich auch jederzeit sagen, ich möchte auf Grundlage dessen weiterarbeiten. Schauen wir uns mal hier Sunset zum Beispiel an. Sieht auch ganz cool aus. Oder Forest Stream. Gucken wir mal, was das macht. Ja, das hat doch eigentlich schon was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Template zufrieden bin, beziehungsweise wenn ich das als meine Basis nehme, dann kann ich jederzeit hier auf diese drei Punkte klicken und sagen Edit. Beziehungsweise kann ich auch dann noch einfach hier oben in den Edit-Teil reingehen. Und dann sieht man auch direkt hier in dem Edit-Tab, was hier schon bearbeitet wurde. Das sind unsere vier Ordner, die kennt man so aus Lumina 4 schon. Hier sind wieder unsere einzelnen Tools drin. Und zum Beispiel hier Light. In diesem Light-Tool wurde gearbeitet. Da ist das Template mit dabei, das hier zu verwenden. Das sieht man einfach daran, dass das hier ein bisschen heller ist als zum Beispiel Composition hier oben. Klicken wir auf Light drauf, dann sieht man hier, Smart Contrast wurde zum Beispiel auf plus 20 gestellt, Highlights auf minus 10, die Schatten wurden auf plus 5 erhöht und so weiter. Und jetzt kann ich jederzeit natürlich hier reingehen und sagen, ah, den Kontrast, den möchte ich noch ein bisschen verstärken. Und die Highlights, also die Lichter, die möchte ich noch ein bisschen abdunkeln. So, ne? Und jetzt haben wir quasi ein Template uns genommen, was automatisch vorgeschlagen wurde, beziehungsweise was wir uns selber auch aussuchen konnten und können jetzt auf Grundlage dessen natürlich auch weiterarbeiten. Ich finde, insgesamt sieht das Ganze ein bisschen aufgeräumter aus als in Lumina 4, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Das sieht irgendwie noch ein bisschen cleaner aus, der ganze Look hier von dem Programm. Aber insgesamt, die Tools sind im Endeffekt genau gleich geblieben. Da sind so ein paar Sachen noch dazugekommen, über die ich auch gerne nochmal sprechen kann. Da kannst du mir einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob es weitere Videos zu Lumina AI geben soll und wenn ja, was dich auch interessiert. Dann kann ich dir auch ganz genau schon in der Beta alles genau zeigen, wie das aktuell aussieht. Also falls du da Interesse dran hast, zum Beispiel hier gibt es einen neuen Punkt, der nennt sich Atmosphere. Da kann man jetzt zum Beispiel reingehen und verschiedene Nebel noch mit reinbringen ins Bild. Aber wenn dich sowas interessiert, dann schreib's mir einfach gerne mal in die Kommentare rein und dann gibt es dazu weitere Videos. Also, du siehst, man kann mit Templates arbeiten. Ich kann aber auch jederzeit hier in den Katalog nochmal reingehen und zum Beispiel sagen, ich möchte dieses Bild hier mal bearbeiten. Und da muss ich gar nicht mit den Templates arbeiten. Ich kann auch jederzeit sofort hier auf den Edit gehen und dann sagen, ich möchte hier zum Beispiel mal ein bisschen Nebel mit reinbringen. Hier, zack, machen wir das mal oben rein. Und dann möchte ich in den Essentials hier zum Beispiel mehr Kontrast reinbringen. So. Insgesamt die Belichtung ein kleines bisschen noch runter. Highlights noch ein bisschen weiter runter. So. Und so kann ich mir ganz, ganz einfach hier natürlich auch meine Bilder so bearbeiten, wie ich es kenne, ohne AI. Jetzt haben wir erstmal geklärt, dass wir auf jeden Fall auch weiterhin ganz herkömmlich bearbeiten können, so wie wir es wollen und wie wir es auch gewohnt sind. Also du musst nicht auf diese automatischen Templates gehen, wenn du das nicht möchtest, sondern du kannst jederzeit auch ganz einfach sagen, okay, ich möchte so arbeiten, wie ich es kenne. Fügen wir mal hier noch einen neuen Ordner mit Bildern hinzu, damit du mal sehen kannst und auch mal beurteilen kannst, okay, macht das jetzt von der Geschwindigkeit eigentlich einen Unterschied? Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal den Tschechien-Ordner. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder da genau drin sind, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Galerie wird hier relativ schnell geupdatet. 163 Bilder sind hier drin und jetzt kannst du mal beurteilen, wie schnell sich das Ganze jetzt hier aufbaut. Von der Geschwindigkeit einfach her.
Das ist jetzt quasi ungeschnitten und live, wie sich das Ganze hier aufbaut. Das sind alles RAW-Dateien, das sind alles 46 Megapixel RAW-Dateien. Also ich finde, dass von der Geschwindigkeit das Ganze auf jeden Fall schon ein ganzes Stück besser geworden ist. Es ist auch noch eine Beta-Version und ob das jetzt überall so schnell ist, kann ich jetzt auch noch nicht sagen auf die Schnelle. Aber grundsätzlich macht das Programm erstmal einen vernünftigen Eindruck von der Geschwindigkeit und auch von der Stabilität. Wie das am Ende dann aussieht, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das ist jetzt erstmal nur mein allererster Eindruck. Und wie gesagt, wenn wir da mehrere Videos zu machen sollten, dann kann man das natürlich auch im Nachgang noch viel besser beurteilen als vielleicht jetzt. Der letzte Tab ist natürlich hier noch der Export-Tab. Ne? Also hier habe ich wieder die Möglichkeit, ähnlich wie in den letzten Versionen auch, man kann das auf eine Festplatte speichern oder auch als Mail versenden und so weiter und so fort. Das ist alles relativ ähnlich geblieben. Es sieht jetzt auch einfach nur ein bisschen aufgeräumter wieder aus, muss ich sagen. Das gefällt mir also echt richtig gut. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Mich würde natürlich interessieren, was du jetzt sagst zu dem ersten Eindruck hier von Lumina AI. Ist es das, was du erwartet hast? Ist es vielleicht doch ein bisschen was anderes? Würdest du dir die Software kaufen, ja oder nein? Kannst du alles mal unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Genauso, wenn du weitere Videos zu dem Programm sehen möchtest, dann schreib das auch gerne unten rein, denn es gibt natürlich noch viel zu entdecken. Und da gibt es ja noch eine ganze Menge neuer Funktionen, die ich jetzt hier noch gar nicht gezeigt habe. Also, da können wir gerne weitere Videos zu machen. Ansonsten, wenn du Lumina AI vorbestellen möchtest, dann kannst du auch unten mal in die Videobeschreibung gucken. Dort gibt es einen Link, das ist ein Affiliate-Link. Da würde ich dann auch ein paar Prozente bekommen, falls du das darüber kaufen solltest. Damit kannst du den Kanal auch unterstützen, damit hier weiter Videos produziert werden können. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.